kommen. Vergiss nicht gelegentlich eine Pause anzulegen, die besten Jäger ruhen nach einer anstrengenden Jagd und sammeln ihre Kämpfe. Kräfte. Capcom Presence. Wow, und herzlich willkommen damit, liebe Leute, zu Let's Go Monster Hunter Worlds, die Nintendo Switch Demo. Schön, dass ihr dabei seid, liebe Leute. Wir werden uns jetzt die Demo ein bisschen anschauen und schauen, was Monster Hunter Generations Ultimative für Switch so bieten wird. Ich bin sehr gespannt, denn Monster Hunter an sich, die Sorge, hatte mich jetzt noch nie so wirklich krass überzeugt, beziehungsweise einfach in seinen Bann gerissen. Weshalb soll ich für kurze Erpressung, dass auch eins meiner ersten Monster Hunter Spiele ist, die ich spielen werde, beziehungsweise mir anschauen werde. Ja, wir werden das Ganze aber ein bisschen anschauen. Und wir haben quasi die Wahl, wer ist Solo, begibt sich dann auf die Jagd. Oder mit Freunden oder am Promo-Video, das ist ja vermutlich das, was wir gerade gesehen haben. Wir werden uns Solo ein bisschen anschauen und sind definitiv einfach. Ich habe noch niemals Monster Hunter wirklich gespielt, also ich kenne mich dementsprechend nicht wirklich aus mit dem ganzen Zeugs. Ich nehme es einfach mal Schwert und Schild. Du probierst es einfach mal hiermit. Und beginne die Quest. Also, ich bin jetzt mal gespannt, wie es wird. Das wird einfach kein langes dazu, einfach nur mal kurz, wo ich euch mal ein bisschen zeige, wie das Ganze dann so funktioniert. Oder beziehungsweise für mich einfach mal so, wie das Ganze funktioniert. Also es ist jetzt vielleicht 10 Minuten oder so, damit ich euch einfach einen kurzen Einblick hier gebe in die Sorge, weil ich habe einige gewünscht, dass wir Monster Hunter bringen. Und ich dachte, mit dem was hin ist, tue es euch jetzt. Die Demo vielleicht wenigstens mal zeigen, einfach damit ihr so einen Einblick
in das Ganze hier bekommt. Und ja, viel mehr auch nichts. Also ich werde das so sagen, jetzt playen, weil ich sehe mich jetzt nicht so. Ich sehe mich da jetzt nicht irgendwie notwendig oder so. Aber generell gilt, man kann hier ein bisschen draufhauen, kann große Dinos relativ einfach umlegen, würde ich mal sagen. Wie ihr sehen könnt, ist interessant. Also, wie gesagt, ich kann mit den Monster Hunter Sora an sich nicht so viel anfangen, weshalb es bei dem Spiel wahrscheinlich, obwohl er bestimmt ein gutes Spiel ist, trotzdem über den Let's Hope bleibt, weil ich habe ja auch nicht Monster Hunter World Let's Play, was das hier ist. Und sich laut vieler Pressemeinungen ja definitiv gelohnt hätte. Ich weiß nicht. Ich wollte euch aber die Demo halt einfach nicht voranhalten, deshalb zeige ich euch die, weil das Game erscheint ja erst, weiß gar nicht, weil es erscheint erst in ein paar Wochen. Und damit ihr einfach so mal so ein bisschen Einblick in dieses Game bekommt, zeige ich euch eben jetzt schon mal, keine Ahnung, so Viertelstunde Gameplay-Szenen. 20 Minuten zu was, einfach damit ihr euch den ersten Einblick in dieses Game gibt. Mehr als bei diesem Let's Hope wird es aber nicht sein. Ich glaube, es hat am Anfang irgendwie auch Let's Play gesagt, keine Ahnung, das war tatsächlich noch hier von den alten Gewohnheiten, aber es wird zu diesem Projekt nur dieses Let's Hope geben und höchstwahrscheinlich werde ich das mal nicht Let's Playen. Außer überzeugt mich wirklich alle und sagt, Ali, ihr wollt das unbedingt sehen. Dann überlege ich mir vielleicht anders, aber sonst sehe ich jetzt nicht unbedingt mit zwingend, das ist dieses Game Let's Play. So, die sind aber so ein bisschen heftiger hier, weil die sind alle wieder auf. Also, die sind noch nicht dauernd einfach weg, im Gegensatz zu den großen Dingern. Klein und flink, ne? Aber ich glaube, jetzt sind die weg, oder? Also, das muss man sich auch selbst erstmal mit auseinandersetzen hier. Aber ja, es sieht schon ganz interessant aus, ne? Aber dieses irgendwie dieses hier irgendwelche Monster erledigen, das braucht es nicht, also meiner Meinung nach und so. Also Kollegen von mir spielen das sehr gern. Vielleicht Let's Play das Samuel auch, jetzt weiß ich nicht, ich werde es nicht tun. Also ich will das Bild nicht schlecht reden, also um Gottes Willen, aber ich persönlich. Ja, kann mit Monster Hunter und es ist einfach nicht so krass viel anfangen. Ne, ihr wisst Bescheid, Leute. Aber schauen wir mal hier in die. Cool, also sieht grafisch jetzt wirklich ganz geil aus. Und wenn man es ein bisschen länger mit der Sora-Run sich befassen würde, wäre es bestimmt auch interessant und spannend und alles. Die hinten lassen wir uns immer mal leben und gehen mal ein bisschen weiter. Weil ich glaube, hier bis in den Wald darf es euch Gameplay noch zeigen. Übrigens, die Demo, die ich hier verwende, die könnt ihr auch alle im eShop downloaden und ausprobieren. Für alle, die es halt auch einen Blick von diesem Game machen wollen, vielleicht gibt es auch andere, die einfach noch nicht viel Ahnung von diesem Spiel haben. Den lege ich auch diese Demo einfach mal ans Herzen. Also hier sind eher so Ungeziefer. Noch ein Teil, den es eigentlich überhaupt nicht abhaben kann. Aber Ungeziefer, wow. Das Einzige, was mich bei dem Spiel gerade wirklich tierisch stört, sind diese abnormal krassen Ladecuts, die es hier gibt. Die gefallen mir persönlich jetzt gar nicht. Wenn ich jetzt mal ein bisschen Kritik hier da lassen kann. Das hätte man bestimmt auch geschickter lösen können. Würde ich mal behaupten. So, ist jetzt ein Skill-Level 0 gefühlt. Ich werfe überall hin und nicht dorthin, wo es hin muss. Auch mal sehr schön. Aber ja, schauen wir hier in die Höhle rein und schauen, was es hier gibt. So, ja, mal wieder mehr Dinos. Also jetzt geht es ja heute bis 11. Wir werden jetzt nicht den ganzen Weg direkt gehen. Also sprich, ich werde jetzt, keine Ahnung, vielleicht bis 5 oder 6 gehen. In diesem kleinen Let's Show hier. Also 20 Minuten sowas zeige ich euch hier mehr als nichts. Jetzt wird sie eh schon mal ein kleines bisschen heftiger. Weil jetzt kommen sie langsam schon die größeren Dinos, wie ihr sehen könnt.
Irgendwann schaltet sich dann beim E aus, weil ich dann kein Peil habe mehr, wie das funktioniert. Aber wie gesagt, Monster Hunter, die Sorge hat mich einfach noch nie angesprochen. Und sehe ich jetzt auch nicht, dass es mich die in absehbarer Zeit großartig anspressen wird. Aber natürlich, viele Leute gefällt das. Mich haben auch viele mal gefragt, ja, wann bringe ich das mal auf meinem Kanal? Wann kommt das on? Ich will Monster Hunter sehen. Und dementsprechend, ihr habt ja euer Monster Hunter. Sozusagen. Und dachte ich mir, komm, für alle, die ich mal sehen wollen, hier habt ihr zumindest mal ein bisschen. Und es ist ja vielleicht auch nicht mal so blöd. Und was war das jetzt hier? Jetzt wird das Ding, glaube ich, noch saurer, oder? Das hat keine Ahnung. Saurer. Wenn die ganze Zeit, wenn sie Gegenschlager ist, halt irgendwie Blut, aber mehr auch nichts. Und das ist komisch. Also ist Blick hier noch nicht so durch, merke ich gerade. Joa. Ist er weg, würde ich sagen, oder? Ich glaube, die Pfeile sagen, dass wir hier lang müssen. Also, das haben wir das halt auch nochmal hin. So, was wir hier haben. So. Also gerade sieht das schon schön aus, so muss ich schon sagen. Gefällt mir. Aber sonst so halt von dem, was man in Game machen muss, ist einfach ein Monster töten. Das ist halt für mich. Sie ist da einfach keinen so großen Sinn drin persönlich, was das jetzt so logisch macht, aber keine Ahnung. Wie gesagt. Ich bin auch immer wieder offen für Sorges, die ich sonst halt eher nicht so bringe. Oder die ist einfach nur nicht so ab oder so. Es kann durchaus mal sein, dass ich irgendwann das so ein Sleece das einfach so let's playen. Aus nix. Ja. Entweder das ist ein Slester oder der wird einfach viel besser. Was von beiden jetzt derzeit der Stunt ist, hab keine Ahnung. Aber das Ding tut es jetzt noch und dann passt es. Wenn ich irgendwie das Zirkus 2 gewandert bin, keine Ahnung. Der Ausdauerverlust hat begonnen. Ja, das ist halt nicht so toll. Aber jetzt habe ich dir noch ein paar Mal eins drüber gesammelt, würde ich sagen. Vielleicht muss man es halt penetrieren und kaputt machen, während es auf dem Boden liegt. Zerstört es, bevor es Eier legt. So. Da muss man das Ding halt töten. Was halt nicht einfach ist, wenn die ganze Zeit so rumhüpft oder ich verreck hier. Eins von beiden wird, Achtung Spoiler, gleich am Boden spazieren. Weil irgendwie die Lebensanzeige da oben geht immer leerer. Und ich weiß gar nicht, ob das meine ich oder die vom Ding, aber ich glaube, das ist bei uns also meine. Joa, was natürlich nicht ganz so gut ist. Ja, war meine. Ha, hab ich doch gesehen. Joa, ne? Wow, ich bin weit gekommen, ich weiß. Aber das war tatsächlich mein kleiner Einblick hier in Monster Hunter Generations Ultimate. Joa. Fürs Sitzverhalten ist es bestimmt ganz gut und ich weiß, es gibt eine große Fanbase von Leuten, die das Spiel mögen. Vielleicht bringt es mein Kollege Samuel dazu, dass wir das playen. Muss mal schauen. Wahrscheinlich aber eher nicht. Wahrscheinlich wird es bei diesem Let's Play bleiben. Wenn ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass ihr einen schönen kleinen Einblick in das Game bekommen konntet. Das war es jetzt von mir. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal.
Und ciao!